Big Fish, Earth Game Studios, Grim Fassade, der kopflose Ritter. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich dieses krampfhafte Geräusch eben gemacht habe, aber naja, am Tag der Liebe, nämlich am Valentinstag. Herzlich willkommen zu Grim Fassade Teil 4. Der kopflose Ritter, habe ich ja eben schon gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich noch wiederholt habe. Und passenderweise hat dieser wundervolle Stier, der da steht, eine Rose im Mund. Ist das nicht schön? Und den Verlobungsring durch die Nase gebohrt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil Grim Fassade. Tatsächlich, dieser Teil von 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Und siehe da, es geht auch Vollbild, also Vollbild im wahrsten Sinne, also Breitbild. Alle Leute, die einen, weiß ich nicht, 21:9 Monitor zu Hause haben, tut mir natürlich sehr leid. Oder die armen Menschen, die das hier auf dem iPhone gucken und dann entweder schwarze Balken da sind oder wenn es auf das volle Display skaliert wird, fehlt halt irgendwo was. Ist mir aber eigentlich völlig egal, alle iPhone-Nutzer. Die meisten, nicht alle, aber die meisten. Selbst schuld, kann ich nur sagen. Wir gucken einmal schnell in die Option. Ach übrigens, Grim Fassade natürlich ab jetzt immer wöchentlich am Mittwoch. Denn heute ist Mittwoch und auch die kommenden Folgen alle am Mittwoch. Und an den anderen 6 Tagen wechseln sich derzeit Scrapland und Lufia ab. Aber damit eben ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, dieses Spiel noch nebenher. Eigene Zeiger, Vollbild, Breitbild, wie eben schon gesagt, echtes Breitbild sogar. Also direkt auf 16:9 ausgelegt, dieses Spiel. Ist ganz schön. Full HD können wir dadurch hier möglich machen. Und das ist ganz neu, das ist das allererste Let's Play, das tatsächlich, zumindest ist das der Plan, und ich nehme es jetzt auch in dieser Bildwiederholrate auf, in 60 Frames tatsächlich. Fantastisch, oder? So, wir fangen jetzt aber direkt mal an. Witzigerweise, ich merke gerade, dass der Ton gar nicht über meine Kopfhörer kommt, sondern über die Boxen hier noch tatsächlich. Einen kleinen Moment bitte. So, wir sind wieder zurück bei Grim Fassade. Das war natürlich jetzt irgendwie alles komplett doof. Wieso habe ich denn das nicht gemerkt? Ja, wie gesagt, ich höre eben durch dieses Mikrofon mich jetzt selber und dadurch habe ich den Ton über die Boxen und über das Mikrofon nochmal auf meinen Kopfhörern gehört. Das ist irgendwie so, weiß ich auch. Schwierig. Okay. Wir wollen jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren, sondern wir spielen lieber weiter diese wundervolle Spielerei. Und tatsächlich können wir den Schwierigkeitsgrad ganz ausführlich wählen. Wir können wählen zwischen leicht, benutzerdefiniert, wo ich immer benutzerdifferenziert irgendwie gehe oder differenziert. Also ich habe nicht definiert gelesen immer früher. Damals und normal. Ich weiß nicht, die Reihenfolge macht so richtig Sinn irgendwie nicht, aber okay. Ich würde es auf normal spielen. Und das tatsächlich eigentlich auch alles so lassen. Ich weiß nicht, was die Strafe für eine falsche Objektauswahl sein soll. Und was Hinweise im schwarzen Balken sein sollen, naja, vermutlich die üblichen Einblendungen. Den Tipp natürlich so, dass wir den kriegen. Die Minispiele, ich habe, glaube ich, ein Minispiel übersprungen. Ich glaube, das mit den Puppen damals, das hatte ich, glaube ich, übersprungen. Aber ansonsten ja eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, bei aktiven Bereichen das Hinweisglitzern brauchen wir nicht, aber beim Wimmelbildrätsel, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, was das genau heißt. Wir können das aber im Prinzip alles nochmal anpassen später und deswegen würde ich das einfach auf normal lassen und es geht los. Und unter Optionen können wir den Spielmodus natürlich jederzeit ändern. Attention! Rosa Ramirez is wanted for high crimes. If anyone knows her whereabouts, inform the authorities. There'll be a reward for your help. 1,000 escudo? That's all they'll pay for saving the town? I'll find you, Rosa. My gratitude will know no bounds. Büro des Detectives. Interaktive Hilfe ist deaktiviert. Im Bereich Optionen unter Spielmodus ändern kannst du sie aktivieren. Und das Telefon klingelt. In den meisten Spielen kein gutes Zeichen. Hello, Detective. I've long admired your skill.
An odd crime happened here, and I think you are exactly who we need. I think it will interest you. Have you read the paper yet? Give it a read, and you'll find all the details. Ja, irgendwie ein seltsames Verbrechen und im Newspaper, also die Zeitung, da ist das alles drin. Wir bemerken, die Bildschirme wirken doch tatsächlich direkt viel größer. Das Inventar ist allerdings immer noch genauso klein. Ich weiß jetzt nicht, wieso wir hier Laternen und diese Mauer und was das soll, warum man nicht den Platz ausgereizt hat und stattdessen das Inventar größer gemacht hat. Und ich habe es ja vorhin schon ganz, ganz kurz angespielt, um einfach kurz zu sehen, wie die Aufnahmequalität ist und ob man das mit 60 Frames umsetzen kann. Ich hoffe, die Platte raucht mir nicht ab, weil da ist das Spiel direkt auch drauf installiert. Also auf dieselbe Platte nehme ich auch auf. Ich muss mir da mal was anderes überlegen mit diesem Dateisystem. Das Problem ist so ein bisschen mit dem Mikrofon, das quietscht hier noch so ein bisschen vor sich rum, weil ich dran rumfummel, dass ich in das Mikrofon ja von vornherein sprechen muss und je nachdem, wo es hängt, hängt es zu weit unten. Naja, First World Problems. So! Anerkennung 1847, Detective des Jahres. Timmy! Jawohl. Sorry, einmal quietschen noch. Sorry, dass das auch so laut ist, ne? Earth Game Studios haben da ihren Stempel drauf gegeben. Das ist also auch ein Traditionsunternehmen, gibt es schon seit 170 Jahren. Und auch hier, 1848, Detective des Jahres ist Timmy. Vielen Dank, die Polizeibehörde in St. Mount. St. Mount? Bedankt sich für ihre Mithilfe. Ja, bitteschön. So, wir nehmen jetzt diesen Stift und erstechen jemanden. Nein, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Diplom, ausgezeichnet für Mut, Tapferkeit und treuen Dienst. Anerkennung, die hatten wir. Noch eine Anerkennung, die hatten wir auch. Anerkennung, achso, 49 Detective des Jahres. Dankbarkeit, Stadt bemüht, die Stadt dankt Ihnen für Ihre Bemühungen in einem sehr schwierigen Fall. Und das hier ist auch eine Dankesurkunde. Wir sind also ein richtig großer Fisch hier. Oder dicker Fisch, weiß ich nicht. Natürlich sind die Tipps auch wieder mit dabei und der lädt sich hier ganz langsam auf, aber das ist okay. Ansonsten, was neu ist, ist die Karte. Finde ich allerdings ein bisschen doof, weil das so ein bisschen eine halbe Spoilerkarte ist hier. Also wir haben vier Abschnitte hier und sind hier ganz am Anfang und ich nehme an, dass man hier dann zwischen den Kapiteln so ein bisschen springen kann. Würde ich aber ungern benutzen, es sei denn, wir sind drauf angewiesen, das weiß ich natürlich nicht. Das Tagebuch ist natürlich auch wieder mit am Start. Mit Längende. Mit der Legende natürlich. Ich weiß nicht, wieso das hier dreimal steht, aber na gut. Längende, wer es nicht kennt, Gronkh Abenteuer auf dem Reiterhof 7. Eins der besten Let's Plays, die es auf diesem Kanal von ihm zu sehen gibt. So, wir lassen den Hörer natürlich liegen. Ich weiß es nicht wieso, weil ich glaube, aufgelegt haben wir noch nicht. Ansonsten schauen wir jetzt natürlich erstmal in die Zeitung. Oh. Interesting. Is the Fire Knight really a mystical force? The Fire Knight? Der kopflose Ritter. Müsste es nicht, der Feuerkrieger sein oder sowas? Der kopflose Ritter? Naja, ich weiß ja nicht. St. Mount Nachrichten. Das Böse ist zurückgekehrt. Detective zur Festanstellung für eine spezielle Ermittlung gesucht. Es gibt Gerüchte, dass der feurige Ritter... Der feurige Ritter? Was denn nur? Der kopflose Ritter oder der feurige Ritter? Ach. Zurückgekehrt ist. Kann das wahr sein? Gute Bezahlung für den richtigen und mutigen Detektiv. Treffen am Grand Café um 9 Uhr. Sergio Ramirez. Das ist ja, glaube ich, der uns gerade angerufen hat. Den Rest kann ich leider nicht lesen. Jetzt könnten wir den Tipp benutzen. Schön, dass ich mir gerade die Mühe gemacht habe, das so klein vorzulesen, dann eben nicht. Die Zeitung ist in unserem Inventar und das ist ganz toll. Und im Tagebuch sieht so aus, als hätte ich einen Fall für mich gefunden. Mal schauen, was dieser Sergio Ramirez will. Das sind wieder diese Namen, wo ich mir nicht sicher bin, was das eigentlich soll. Ja, dann haben wir uns das hier mal reingeklebt. Und natürlich wieder Laura Jones 2 Schriftart, ist ja klar. Wir nehmen einen Schlüssel, gut gemacht, den haben wir gefunden. Also ich bin stolz auf mich, dass wir den jetzt sofort gefunden haben. Und wir können die Tür angucken und jetzt beginnt der Moment, in dem ich noch nicht weitergespielt habe. Denn genau jetzt, beim Schlüssel rumdrehen, wird es blind. Oh mein Gott. Später am Plaza de la Montana.
Crazy, crazy. Ein Grand Café, Café. Gerade eben war es noch das Grand Café. Ist das hier im Tagebuch wenigstens richtig? Ja, eben nicht. Schön, das ist ja schön. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Ich habe das Gefühl, mein Bein, das stört hier irgendwie. Ich glaube, ich muss es mir mal kurz abschlagen. Wir könnten jetzt hier reingehen oder wir gucken erstmal. I know everyone in town. Do you need help? Er weiß über alles Bescheid, sicherlich auch über Rosa Ramirez. Ja, und soll ich dir jetzt mal die Zeitung geben? Sergio Ramirez? I know him. The whole town is looking for his wife. He's easy to spot. He's tall and bearded, and he has a patch over his right eye. Hm. Schick. Gut gemacht. Zeichnung. Nicht irgendwie gefunden oder erhalten Zeichnung? Ich sollte ihn besser nicht stören. Übrigens, mich verwundert es gerade etwas, dass wir vorhin eine Damenstimme gehört haben. Entschuldigung, da wollte jetzt ein Wort raus, das da nicht passend ist an der Stelle. Was mich ehrlicherweise ein bisschen wundert, denn ich war immer der Auffassung, dass wir ein Herr sind, der hier durch die Gegend geht. Aber offensichtlich sind das hier ganz unterschiedliche Timelines und alles ist anders. Monument der Tapferkeit. Gut gemacht, Magnet. Wieso steht hier nicht mehr gefunden, Magnet? Ach. Diese Rüstung ist total verrostet. Einfach ein bisschen Cola drüber und dann läuft das. Soll übrigens tatsächlich helfen. Der Helm könnte ein paar Verzierungen vertragen. Zum Beispiel mit einem Magnet. Ja, das funktioniert ja schon mal gut. Zwei Objekte, mit denen wir nicht interagieren können, das ist ja toll. Seitenstraße. Er sieht müde und verärgert aus. Das erkenne ich von hier auf jeden Fall auch. Dann können wir hier reingehen. Und hier gibt es Kuchen. Oh, jetzt ein Stück Kuchen. Hier sind so viele Leute, welcher wohl Sergio ist. Ich glaube, dieser oder dieser. Muss ich jetzt die Zeichnung hier benutzen? Finde Sergio... Sergio Ramirez, wähle jeden Kunden aus. Finde dann alle Unterschiede zwischen der Skizze und dem Kunden. Wenn du einen Fehler machst, musst du von vorne beginnen. Jetzt geht's los. Muss ich's hier oder? Nee, hier. Zwei. Ich muss mich konzentrieren. Jetzt geht's los. Das Auge ist doch an... Das ist doch eine andere Ecke. Ja. Ja, und die Haare. Er sieht überhaupt nicht wie Sergio aus. Naja, dann wird der hier wohl... Nee. Offensichtlich nicht. Also einmal das hier. Dann die Augen sind ja nur wirklich komplett anders. Und das hier stimmt wohl auch nicht. Und das auch nicht. Er sieht überhaupt nicht wie Sergio aus. Gut, dann hätten wir das jetzt geklärt. Wir haben die vertrieben und ich muss, glaube ich, gleich niesen. Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Darauf trinke ich mal was. Moment. Oh je. Ich werde doch nicht krank werden. An diesem wundervollen Mittwoch. Das wär's noch. So you're the detective. I'm Sergio Ramirez. My wife is missing. She's been accused of taking the sword from the monument. Why? She's never stolen anything in her life. She must be in trouble. Please, help me find her. Here's her picture. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Vielleicht sollte ich mich auch mal bei DSDS bewerben. Gut gemacht. Rosas Foto. Ja, so. I found this note too. It must be important. Definitiv. Mein Schatz, ich stecke in Schwierigkeiten. Suche nicht nach mir. Auch du schwebst in großer Gefahr. Rosa! Ausrufezeichen. Here's a small advance. Please do everything you can to find my Rosa. Du musst mich ja nicht so anschreien. Zwei Münzen, Alter. Krass, das muss ein richtig reicher Typ sein.
So, schön, dass uns das Tagebuch nicht Bescheid gibt, dass hier was Neues drinsteht. Dies ist Sergio Ramis, er ist leicht zu erkennen, er ist groß, hat einen Bart und trägt eine Augenklappe über dem rechten Auge. Der zerrissenen Notiz nach zu urteilen, hatte Rosa fürchterliche Angst, aber warum und was ist der Grund dafür? Und ist das nicht dieselbe Frage? Na gut, wir können uns hier scheinbar noch ein bisschen umgucken. Zum Beispiel hier. Guten Tag. Don't bother paying for your coffee. Señor Ramirez has already paid. He also brought you some cake, but the pastry key fell behind the glass. I can't seem to get it. Ja, das Spiel natürlich wieder nur mit englischer Sprachausgabe. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass wir in dieser Spielereihe nochmal deutsche Sprachausgabe kriegen, weil dafür ist es einfach viel zu unbekannt. Ich werde Ihnen bezüglich Rosa Ramirez, also ob ich die Namen jemals auf die Kette kriegen werde, bezüglich Rosa halt befragen. Ja, komm hier. Erstmal, nee. Sogar Sherlock Holmes hat manchmal Unrecht. Rosa Ramirez? Her husband loves her, but he doesn't have a clue about her shadowy past. People say they saw Rosa take the sword from the monument to the town savior. That monument is centuries old and protected by law. I can't believe it. The Fire Knight has risen from the grave. You must find Rosa Ramirez. The vagabonds can help you. They're her old friends. Don't forget to search the monument. Here, this piece of armor I found there might help. Gefunden, ich sag jetzt nicht gut gemacht, ich sag gefunden, Emblem. Das ist, glaube ich, irgendwie passender. Zum Glück habe ich gelernt, dies zu verwenden. Please, make yourself at home in my cafe, Detective. Help yourself to anything you like. Sehr freundlich, vielen Dank. Dann nehme ich dir mal den Feuerlöscher weg, damit dir die Brandschutzbehörde schön auf den Sack gehen kann. So. Erneut leicht schwierig. 12 Kaffeebohnen. Ich könnte die Kaffeebohnen abwiegen, doch leider ist die Waage brocken. Also brocken ist falsch ausgesprochen broken und heißt so viel wie kaputt. Tassenhalter, Kaffeebohnen. Eine Espressomaschine, sieht leer aus. Gut, also wir müssen irgendwie die... Was konnte ich hier? Achso. Wo hast du das gelernt, du Typ? Oder du, Frau? Ich weiß noch nicht so genau. Bah, dieser Ort verstößt wirklich gegen alle gesundheitlichen Auflagen. Den Kuchen sollte ich besser nicht essen. Wir sollten uns vielleicht noch dazu überlegen, dass wir hier ungefähr im Jahr 1850 unterwegs sind. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man da so... Also, naja, das passt sowieso nicht zusammen. Und diese, Macaron, Chacaron hier... Ich kann es gar nicht nachmachen. Ich mach's lieber nicht nach. Die gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange schon. Also kann natürlich sein, aber ich glaube es nicht. Können wir vielleicht mit einem Feuerlöscher? Nicht den Hauch einer Chance. Wir müssen was finden, um das sauber zu machen. Das ist natürlich schade. Dann frage ich mich allerdings so ein bisschen, wie soll ich denn das jetzt hier machen? Ich glaube nämlich, wir sind hier ein bisschen zu zeitig, wa? Das sieht auch nicht so aus, als wäre hier Druck drauf. Ich glaube, hier müssen wir noch ganz viel reparieren. Kann ich vielleicht die Klingel nochmal drücken? Dann kommt vielleicht der Hausmeister, der Facility Manager. Und können wir uns hier noch irgendwas angucken? Die kaputte Fensterscheibe zum Beispiel? Nein. Dann eben nicht. Oh mein Gott, alles ist schwarz. Oh nein. What if the Fire Knight isn't just a legend? 3 centuries ago, he nearly slaughtered the whole town. The legend says that the sword protected the town from him, and now the sword is gone. Did he rise from the grave to set fire to the monument? Mm. He'll burn down the city. Ja, Legende, Kapitel 1. Einst war der kopflose Ritter ein Mensch aus Fleisch und Blut, doch sein Herz war mit Grausamkeit gefilmt. Während eines Duells wurde er von einem einzigen Stoß getötet und seitdem trägt der Geist seinen eigenen Kopf herum. Okay, das erklärt schon mal die Legende. Gut.
Okay, und unser Tagebuch, da haben wir uns natürlich nicht aufgeschrieben, irgendwie, dass wir den gesehen haben oder so. Nö, 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 das ist ja nur auch nicht so wichtig, ne? Das ist sicherlich sehr gruselig für ihn. Ja, für mich auch. Ich bin jetzt kurz vorm in die Hose und alles. Ach, ein Glück, dass wir einen Feuerlöscher haben, ne? Steht er wieder rum. Is there some way I can help you? Naja, ich habe da diesen Ausschlag am Knie. That's Rosa Ramirez. I don't understand why she took the sword and got us into this mess. Ja, voll die Bitch, ne? Señora Ramirez was so nice to me. She bought my newspapers and once she gave me a toy horse. Here, you can have it.